Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute bauen wir im Grunde aus Restmaterialien und so eine wunderschöne Standlampe. Unten, das ist einfach Abfallholz oder Restholz, was die meisten als Kaminholz verwenden, und bestückt mit drei Flaschen. Und integriert sind dort Mini-LEDs oder Mikro-LEDs, und die sind batteriebetrieben und das eignet sich hervorragend, um irgendwo hinzustellen als Dekoobjekt oder einfach als Nachttischlampe. Ja, wie ich das gebaut habe, das zeige ich euch heute in diesem Video. Viel Spaß dabei! Als ersten Schritt machen wir aus unseren drei kleinen Resthölzern ein kleines Kantholz. Dies ist hier Eiche und hat die Abmessung ca. von 60 mm Breite, eine Dicke von etwa 20 mm und eine Länge von 250 mm. Diese drei Stücke verleihen wir nun zu einem Ganzen. Natürlich müsst ihr keine Reste verwerten und könnt gleich ein Kantholz verwenden und dies auf ca. 250 mm Länge zuschneiden. Aber ich finde, dies ist eine tolle Variante, um das wertvolle Rohmaterial Eiche wieder zu verwerten. Und nachdem unser Holzklotz ausgehärtet ist, können wir die Schraubzwingen lösen und uns die Gesamtlänge von diesem Block anzeichnen. Wie bereits erwähnt, sollte er ungefähr 250 mm lang sein. Dies ist aber von Flaschengröße unterschiedlich. Also es kommt letztendlich darauf an, wie viele Flaschen ihr dort einbauen wollt und wie groß diese Flaschen sind. Nachdem wir das Stück Holz auf Länge zugeschnitten haben, können wir auch unsere drei Löcher mit dem Forstnerbohrer bohren. Der Forstnerbohrer ist ein Holzbohrer, mit dem du unterschiedliche Bohrgrößen in dein Holz hineinbohren kannst. Hier im Bild verwende ich gerade einen Forstnerbohrer mit einem 30 mm Durchmesser. Nachdem wir drei Bohrungen von 30 mm Durchmesser und einer Tiefe in etwa von 20 bis 25 mm gebohrt haben, bohren wir das Ganze nochmal durch mit einem 10 mm Holzbohrer. Dort hindurch können wir dann später unsere Mikro-LED hindurchziehen. Auf der Rückseite bohren wir nochmal parallel zwei Bohrungen mit dem Forstnerbohrer in etwa 35 mm Durchmesser. Dort hinein kommt dann später unser Batteriefach. Nachdem wir nun alle Bohrungen getätigt haben, können wir den Holzklotz auch mit dem Breitbandschleifer bearbeiten. Als Unterlage verwende ich wieder hier meine Anti-Rutschmatte. Dies ist eine Rutschmatte, die normalerweise für den Teppichboden gedacht ist, aber so eine Anti-Rutschmatte ist auch perfekt für ein Werkstück, damit es nicht auf der Werkplatte hin und her rutscht. Anschließend fräsen wir noch eine Rundung ringsherum von dem Werkstück. Natürlich könnt ihr dies auch wieder ganz normal mit einer Feile machen oder mit Schleifpapier die Kanten brechen. Und natürlich darf das Brandlogo auch nicht fehlen. Anschließend kommen wir zum Feinschliff. Dies führe ich mit meinem Exzenterschleifer durch. Hier verwende ich ein 120er Schleifblatt. Zwei von drei Flaschen habe ich schon bereits positioniert und die dritte werden wir gleich gemeinsam tun. Wie ihr sehen könnt, habe ich dieses Holzstück noch bearbeitet und zwar mit Klarlack versiegelt. Wie ich das Ganze gemacht habe, darüber gibt es ein extra Video, dort gehe ich genau auf die Thematik Oberflächenbehandlung ein. Das Video dazu verlinke ich euch mal hier oben rechts im Bild. Um die dritte Flasche mit dem Holzklotz zu verbinden, genügt es, wenn ihr den Flaschenhals mit Heißkleber umgibt. Anschließend in die Bohrung hineindrücken und 5 bis 10 Sekunden warten.
Nachdem der Heißkleber ausgehärtet ist, können wir die halbfertige Flasche, ich meine Lampe, drehen. Und nun kommen die Mikro-LED zum Einsatz. Dies ist eine kleine Lichterkette mit zwei Knopfzellbatterien versehen und einem An- und Ausschalter. Diesen kleinen Draht fügen wir nun durch die 10 mm Bohrung von Flasche zu Flasche. Und damit unsere Standlampe auch einen sicheren Stand hat, habe ich die Rückseite nochmal mit 4 Silikonpads versehen. Endlich Feierabend. So, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Falls ihr dieses Projekt nachbauen würdet, würde ich mich über Posts von euch freuen unter Hashtag Mr. Handwerk. Übrigens bin ich auf Facebook, Pinterest und auf Instagram. Hier ist das nächste Video von mir und hier ist der Abonnier-Button. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, würde mich auch darüber riesig freuen. Ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal und ja, auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbauen.